Gemütlichkeit. Eine Ausgabe des Liebe-Podcast, eine Ausgabe des Tugenden-Podcast von und mit Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Gemütlichkeit ist ein wunderbares deutsches Wort, das kaum übersetzbar ist in eine andere Sprache. Gemütlichkeit kommt eigentlich vom Wort Gemüt. Und Gemüt ist der Geist, ist die Psyche. Gemütlichkeit ist das, was die Seele, das Gemüt irgendwo entspannen lässt. Gemütlichkeit bedeutet, entspannen zu können, loslassen zu können. Daher, Gemütlichkeit ist etwas Wichtiges. Gemütlichkeit ist ein wichtiger Aspekt, ja, des Lebens. Gemütlichkeit. Gemütlichkeit heißt, sich eine Atmosphäre zu schaffen, wo man loslassen kann. Natürlich, es gilt auch intensiv tätig zu sein. Es gilt zu praktizieren. Es gilt auch mit Energie und Enthusiasmus etwas zu machen. Manchmal muss man bereit sein, Härten auf sich zu nehmen. Nicht umsonst gehört auch Tapas, eine gewisse Askese und Disziplin, zu den 5 Niyamas im Yoga. Aber es gilt auch zu entspannen. Auch Entspannung, Santosha, gehört dazu. Santosha wird meistens als Zufriedenheit übersetzt. Aber Santosha heißt auch so ein bisschen sich gemütlich machen. Man sollte nicht zu gemütlich leben, aber es ist gut, ab und zu mal auch ganz gemütlich sich zu entspannen. In diesem Sinne kannst du dich jetzt auch fragen, ja, übst du auch Gemütlichkeit? Machst du es dir öfters gemütlich? Lässt du manchmal los? Lässt du deine Seele baumeln? Das ist immer wieder wichtig. Gemütlichkeit. Ja, Gemütlichkeit, aber auch zu zweit. Dies ist ja auch eine Ausgabe des Liebe-Podcasts von und mit Yoga Vidya. Gemütlichkeit heißt auch, du entwickelst auch Liebe zu einem anderen Menschen, wenn du mit ihm zusammen entspannst und es dir gemütlich machst. Du kannst da durchaus überlegen, machst du mit einem Partner Dinge, wo ihr die Seele baumeln lassen könnt, wo ihr euch entspannen könnt. Gemeinsam ein gemütliches Essen zu haben, gemeinsam gemütlich spazieren zu gehen. Ja, man kann es auch gemütlich machen, wenn man die Hausarbeit in einer gemütlichen Atmosphäre macht. Ganz entspannt Zeit miteinander zu verbringen, Gemütlichkeit miteinander zu haben. Das ist eine einfache Weise, um Liebe miteinander zu haben. Natürlich, Peak Experiences, gemeinsame, intensive Erlebnisse, das ist auch wichtig. Natürlich auch einen gemeinsamen Sinn zu haben, gemeinsame Anliegen zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen in seinen Anliegen, eine Schulter zu haben, an der man sich ausweinen kann. All das ist wichtig. Aber manchmal ist es auch relativ banal. Manchmal ist einfach wichtig, Momente der Gemütlichkeit zu ermöglichen, dass man das gemeinsame Zusammensein einfach positiv erfährt. In diesem Sinne, überlege, ob du dein Zusammenleben mit deinem Partner noch etwas gemütlicher machen kannst. Ob du vielleicht etwas vom Leistungsdenken, Anspruchsdenken Abstand nehmen kannst und Einfaches probieren kannst mit etwas mehr Gemütlichkeit. Ja, das waren ein paar Gedanken zum Thema Gemütlichkeit. Ein Video im Rahmen des Tugendenlexikons von Yoga Vidya und ein Eintrag auch im Liebe-Podcast. Mein Name ist Sukadev Bretz, Gründer von Yoga Vidya, Autor, Kameramann und Sprecher dieses Vortrags.